Beim Cup-Final am Sonntag, wenn Sion und Xamax wieder gegeneinander auflaufen, werden beide Teams gewinnen wollen. Heute galt es für eine Mannschaft vor allem, nicht zu verlieren. Xamax mit dem Rücken zur Wand bzw. zur Challenge League. Es passierte in diesem Spiel erst mal 10 Minuten gar nichts. Dann der erste Aufreger, Mbondi, mit einem Warnschuss in Richtung Abstiegsgefahr. Es spielte in der ersten Halbzeit nur der FC Sion. Zwar auch eher bescheiden, aber immerhin konnten die Walliser das eine oder andere Mal Torgefahr kreieren. Nach einem Viertel der Spielzeit Adailtons Kopfball, einer der wenigen Höhepunkte. Xamax, das Team von Bernard Chaland, erschreckend harmlos und vor allem mit sich selber beschäftigt. Dann noch eine Aktion von Sion in der ersten Halbzeit, Rodrigo knapp vorbei. Das Ganze auch noch in der Wiederholung, weil es tatsächlich knapp war und weil es sonst von den ersten 45 Minuten nicht viel zu erzählen gibt. Dann war Pause verbunden mit der Hoffnung auf ein wenig Inspiration von irgendwoher. Nach gut 50 Minuten dann tatsächlich die erste Chance von Xamax in diesem Spiel, Ismael. Und das war es dann auch schon wieder in Sachen Inspiration. Auf der anderen Seite eine heiße Situation im Xamax-Strafraum. Penalty oder nicht? Nein, sagte Schiedsrichter Henny und er hatte völlig recht. Die zuletzt viel kritisierte Gilde der Schiedsrichter stellte heute den besten Mann im Tourbillon. Das Spiel bewegte sich dann ereignislos seinem Ende entgegen und erst 6 Minuten vor Schluss noch einmal eine Chance für Xamax. Die zweite, die letzte und die größte für die Neuenburger. Nuzzolo hätte die Neuenburger aller Abstiegssorgen entledigen können. So blieb es beim 0:0 nach einem schwer verdaulichen Spiel. Es kann am Sonntag nur besser werden. Einem 0:0 aber, das Xamax trotzdem viel wert sein konnte, je nachdem, was auf den Plätzen der anderen beiden Abstiegskandidaten gelaufen war.